Ahnung, was die Arme. Ja, was ist das dann? 1-Euro-Jobs, was ist das denn? Hallo? Das ist das Sklaverei, ist das. Das ist im 17. Jahrhundert. Das hättest du dir in den 70er, 80er Jahren träumen lassen, dass die Leute für 1 Euro arbeiten müssen. Ja. Und dann höre ich so doofe Sprüche von der Politiker, Hauptsache Arbeit. Womit sie die würden für 1 Euro arbeiten? Frag die mal, was ist? Die sitzen doch an der Quelle, die sollen nicht so eine Kacke erzählen. Ja. Die für 1 Euro arbeiten. Hauptsache man hat Arbeit, was ist das? So, von meiner Handarbeit muss ich leben können, muss ich meine Familie ernähren können, muss ich meine Miete, wenn ich davon leben kann, dann ist das in Ordnung. Dann habe ich auch einen Wert, so ein Wertgefühl, weißt du? Selbstwertgefühl. Ist so. Aber doch nicht so, für 400 Euro oder für 1 Euro, was ist das denn? Hauptsache, ich habe Arbeit. Ich will eine Scheiße hören. Die Leute werden doch beschissen, betrogen von vorne bis hinten. Ist so. Aber das Schlimme ist, es wehrt sich doch keiner. Und die Griechen das. Ich finde das cool, dass die Griechen das machen. Sorry. Die Leute wehren sich, die widersetzen sich. Genau. Hier machen sie mit den Leuten, was sie wollen. Verstehst du? So, hier geht doch keiner auf der Straße, also geht es denen alle gut. Haben alle was zu essen, können alle mit dem Auto fahren, also die kühlen auf hohem Niveau. Denen darf es hier nicht schlecht gehen. Und wenn sie sich wehren, kommen die schon mit der Trillerpfeife an der Telekom, kommen die so. Mit der Trillerpfeife. Was meinen die, wollen Schiedsrichter, leiten eine Fußballspiel oder was? Was das dann? Ja, also hey, aller Liebe, ey, weißt du? Wenn ich Chefe, würde ich auch nicht für vorne, würde ich auch anfinden, so komm ich so. Ja, aber man sieht nur mit der Trillerpfeife am Pfeifen, schön. Dann merkt man am Widerstand, ne? Ey, jetzt hör auf, ey, komm. Ey, Widerstand verstehe ich, da wird doch mal Dampf gemacht. Da mal richtig mal die Leute sich wehren. Ne, Butter bei der Fisch. Ganz einfach. Aber die Politiker wissen das hier in dem Land. Ist so. Keiner wehrt sich. Du kriegst auch nicht alle Leute unter einen Hut. Beschweren tun sich alle. Ne? Der zwei Tanki wert, eine Tankstelle. Der ist am Tanke der Typ. Und ist am Schengen über der Preis. Scheiße, immer teurer. Ich sag ja, warum gehen Sie überhaupt Danke, sag ich. Danken Sie auch nicht. Fahren Sie. Ja, ich muss. Ja, sag ich, dann halt doch die dumme Fresse, sag ich. Was dankst du dann? Sag ich, hallo? Ja, das sind so Sachen, sind das. Weißt du, was ich meine? Das ist, weißt du, dann mache ich das nicht. Hör mal, du glaubst ja nicht, wie viel Macht die Leute haben. Da siehst du schon an diesem, wo jetzt, wie heißt das da mit diesem Virus, was war das da? EEC. Heißt das EEC? Komm, ihr Name, hast du nie gehört. An dem Virus, ein Name, EEC, wie bescheuert, ne? Weil, hätten ja anders nennen können, ne? Darmvirus oder so, ne? Ja, auf jeden Fall, Leute haben keinen Salat mehr gegessen, und? Nix gekauft. Salat, siehst mal, was die gemacht haben. Und so haben die auch mal auf die Politik. Das war das beste Beispiel. Die wählen, der Staat ist das Volk. Die haben so viel Macht, Junge, wo läuft man da? Nur irgendwie geht das, funktioniert das auch nicht. Irgendwie kriegen sie das alles nicht auf der Reihe. Ist einfach so. Irgendwie, weiß ich nicht. Da hörst du, das hat keinen Zweck, bringt sowieso nichts. Solche Sprüche kommen da. Ja, sag ich, dann halt doch die dumme Schnauze, sag ich. Dann sag doch gar nichts. Ja. Lies deine dumme Zeitung hier wieder. Und dann ist es gut. Ja. Was willst du dazu sagen? So sind die Leute einfach. Dann halt Scheuklappe an. Ja. Das ist aber doch, glaube ich, eine deutsche Mentalität. Ja. Nicht wehren, Schnauze halten.